Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren, bei diesem Tagesordnungspunkt geht es um die Einführung eines europäischen Staatsanwaltes. Das heißt, Auslagerung der Justiz, der Strafverfolgung an die Europäische Union, an einen Staatenbund, der keine eigene Justiz hat, keine eigenen Einnahmen, keine eigenen Straftatbestände. Und wir nehmen uns damit jeglicher Einflussnahme, jeglicher Kontrolle auf diese Staatsanwaltschaft. Das muss man schon ganz grundsätzlich betrachten, was das bedeutet. Das ist in Wahrheit ein Systembruch, den wir hier begehen, denn Strafverfolgung, Staatsanwaltschaft ist eine typisch staatliche Aufgabe. Das ist die Aufgabe des Nationalstaates und wir diskutieren immer wieder darüber, was es hier für eine Verantwortung gibt, wo das Interpellationsrecht greift, wo letztendlich eine demokratische Kontrolle dahinter steht. All das ist ausgehebelt, wenn wir diese Staatsanwaltschaft einführen. Und die basiert auf einer Verordnung der Europäischen Union, aber man muss gleich dazu sagen, an dieser europäischen Staatsanwaltschaft nehmen nicht alle Staaten teil. Das heißt, es war möglich, sich hier nicht zu beteiligen. 5 europäische Länder, nämlich Schweden, Irland, Dänemark, Polen, Ungarn, nehmen nicht an dieser europäischen Staatsanwaltschaft aus guten Gründen teil, und zwar mit denselben Argumenten, mit denen auch wir hier dagegen halten. Denn bevor man eine derartige Institution gründet, muss man sich ja überlegen, wozu macht man das? Was wird besser? Kann der Nationalstaat hier nicht selbst in Wirklichkeit die Dinge besser regeln? Oder misstraut man der österreichischen Justiz? Oder wird die österreichische Justiz finanziell dadurch entlastet? Zu all diesen Fragen kann man nur sagen, offenbar nein. Es ist so, dass diese Straftatbestände, die hier bestehen, in Österreich bereits jetzt verfolgt werden müssen. Es ist so, dass wir hier nicht finanziell entlastet werden, sondern das natürlich auch extra noch zu bezahlen haben. Es ist auch so, dass es ein ganz klares Prinzip gibt, von dem auch die ÖVP immer so viel spricht, vom Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, was ich im Nationalstaat besser regeln kann, das muss ich auch im Nationalstaat oder das sollte ich auch im Nationalstaat regeln. Das heißt, ich gehe hier bewusst davon ab, weil ich das ideologische Konzept habe, ich will den Nationalstaat auflösen und ich will stattdessen einen Bundesstaat kreieren. Und das ist wieder ein Schritt in diese Richtung. Ich mache einen europäischen Staatsanwalt, und der an sich einem Staat eben, sagt ja schon das Wort Staatsanwalt, der einem Staat zugehörig ist und will damit in Wirklichkeit das System brechen. Im Ausschuss ist schon gesagt worden, wir schreiben Geschichte. Ja, das sagt ja schon alles. Das heißt, man macht es hier bewusst. Und das kann man natürlich gut finden. Man kann dazu stehen und kann sagen, man will einen europäischen Bundesstaat, man will die Nationalstaaten auflösen. Aber denken Sie nur daran, wie wir in einer Krise letztendlich dann hier handeln müssen. Und da zeigt sich, wie wichtig es ist, dass der Nationalstaat funktioniert. Gerade zum Beispiel in der Covid-Krise hat man gesehen, dass die Europäische Union nicht funktioniert. Im Gegenteil, dass man letztendlich hier darauf angewiesen ist, dass es innerstaatlich funktioniert. Und was heißt jetzt doch wofür ist jetzt diese Staatsanwaltschaft überhaupt notwendig oder wofür wird sie gemacht? Es geht um Straftaten gegen die finanziellen Interessen der Europäischen Union. Das klingt ja jetzt so ganz nett, aber was bedeutet das? Ist nicht jede Mindereinnahme jedes Staates in Wirklichkeit hier dann anzusprechen? Denn die Europäische Union hat ja selbst keine Einnahmen. Sie lebt von den Mitgliedsbeiträgen der Mitgliedstaaten. Wenn jetzt also ein Mitgliedstaat Mindereinnahmen hat, dann ist das indirekt natürlich eine finanzielle Angelegenheit der Europäischen Union. Das heißt, so wie das schwammig formuliert ist und wie wir bereits jetzt die Europäische Union kennen, wird hier die Kompetenz immer mehr erweitert werden. Also höchst problematisch, eine völlige Untergrabung wiederum unserer Souveränität, ohne jede Kontrolle, ohne jede Möglichkeit der Interpellation. Insgesamt also eine ganz falsche Entwicklung. Und ich kann nur darauf plädieren, stimmen Sie auch dagegen, machen Sie nicht diesen Schritt in die falsche Richtung. Bis auf die FPÖ sind alle Parteien für die Schaffung eines europäischen Staatsanwalts